chronologisch machen. Okay, das ist der. Ich glaube, das ist der. Das ist der Senkudo-Fluss. Ist es der Senkudo-Fluss? Könnte sein. Oder es auch, könnte sein, dass es der Alamo-Fluss ist. Ich glaube, das ist der Alamo-Fluss. So. Nee, doch, steuert sich gar nicht schlecht. Auf jeden Fall mit Trevor. Weil der hatte die besten Flugskills. Oh, Militärbasis. Ah ja, klar. Gut. Wir fliegen jetzt beim Senkudo-Fluss vorbei. Da ist ja die Militärbasis. Wir müssen unterm Radar durch. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Jets, die uns hier abballern. Wirf die Fracht. Ja, hab ich. Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll Ah, herrlich, was für ein Ausblick, butcher ja. your carcass in Arapian Geil. cheesecloth. Wie geil. Ey, sehr nice. Erinnert mich jetzt ein bisschen an Miami Vice, das Remake, wo die Drogenlieferungen aus Kuba mit den Maschinen abliefern. Vor der Küste von Miami droppen. Ah, sehr geil. Wir fliegen jetzt schön im Sonnenaufgang über den Senkudo-Fluss. Herrlich. Schöne Dunsteffekte, schöne Sonneneffekte. Ja, ist ja okay. Boss. Mexico, yep. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. Und der riesige Alamo-See. We'll Und Ron ist ein ziemlich guter Pilot, muss ich sagen. Ah, Wahnsinn. Das zieht's euch rein. Das ist nicht schön. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir müssen bei Sandy Shores auf dem Flugfeld landen, ja? Kann das sein? Ah, herrlich. Super. Ja, ich bin immer wieder geflasht von der schönen Optik, gerade so auf dem Land hier, ne? Drücke B, die Kamera zu fokussieren. Geschwindigkeit wird so sanft auf dem Rollfeld aufzusetzen. Wo ist hier das Rollfeld? L. Fahrwerk ausfahren. Jupp, ist draußen. Ich kann es gerade. Wo ist das Rollfeld? Da drüben. Irgendwo da drüben. Shit. Also der eine Typ von IGN in der Online-Mission hat es erst beim dritten Mal geschafft zu landen. Ey, scheiße. Mann. Ja, wünsch mir Glück. Sanschianski-Bergkette. Wir sind in Grapeseed, dem Landwirtschaftsgebiet in San Andreas. Holy shit. Kann ich hier meine Geschwindigkeit drosseln? Ach, das ist das hier, die Sandpiste. Alles klar. Ach, Ron ist schon gelandet? Ja, warte mal. Nächster Anlauf. Ich muss mich erstmal orientieren hier. Kurzer Abstecher über den Berg mit ausgefahrenem Fahrwerk. Und dann kleine Linkskurve, wenn ich es kriege. Ey, auch schön der Schatten. Wie alles Schatten wirft hier. Vögel und Flugzeuge. Sehr nice. Und jetzt konzentrieren. Seitenruder rum, liebe Freunde. Und da ist die Piste. Okay. Super. Okay, linker Trigger ist Geschwindigkeit reduzieren, so wie es aussieht. Ja, ein bisschen mehr hoch. Hochdrehen und jetzt drosseln, aber drosseln, drosseln, drosseln. Meine Pilot Wing Skills unter Beweis stellen. Verdammt, 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 verdammt. I'm sorry, Trevor. I'm sorry, I won. I couldn't help it. Aber gut. War gut, war gut, war gut. War gut, war gut. Im Hangar. Okay. Ja,
Ja, ein bisschen ruppig, aber für die erste Landung ging das doch in Ordnung, oder? So. Im Hangar. Ein Run vorbei. Nicht, dass wir den noch auf den letzten Meter hier unser Flugzeug crashen. Wäre ja nicht so cool. Ups, sorry. Und da ist der Hangar auf dem Flugplatz in Sandy Shores. Mit dieser komischen Bergziege dran. Aber nice. Ey, echt cool. Cooles Flugzeuggefühl, muss ich sagen. Steuert sich super. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations. Unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate. Or masturbate. Eher masturbieren, würde ich sagen. Meditieren ist es nicht so Trevors Ding, würde ich sagen. Und wir haben jetzt hier die... Was? Verschiedene Immobilien San Andreas kaufen. Den Hangar? Okay. Ja. Jetzt geht's mit Immobilien los. Also den Hangar, Kinos. Wahrscheinlich auch den Kifferladen. Ah ja, genau. Smoke on the Water. Die Hanfapotheke. Am Vespucci Beach für Franklin. Schau ich mal, wie es mit meiner Kohle aussieht. Hangerkaufs kannst du Schmuggelmissionen für Oscar erledigen. Ja, schauen wir mal, würde ich sagen. Wir haben jetzt die Mission erfolgreich abgeschlossen. Die, was war's? Ich glaube, die Waffenlieferung. Nervöser Run. Das heißt, die Waffenlieferung, den Waffenklau von den Lost MC-Bikern. Schön die Flugzeuge entführt. Und hier sieht's cool aus. Blühende Landwirtschaft. Und irgendwie so ein Düngemittelflugzeug ist das, so ein Düngemittel-Doppeldecker. Hey, hier gefällt es mir echt gut. Sieht super idyllisch aus, ja, mit den Bergen im Hintergrund und hier mit den, was ist das, diesen Saatreihen überdachten. Was denn, Trevor? Flugplatz in Lost Sandy Shores übernommen. Dort können im Flugzeuge und am Hubschrauber eingelagert werden. Achso, wir hatten schon übernommen den Flugplatz. Gut. Jetzt muss ich nur noch den Hangar kaufen. Ja, sieht super. Sieht super geil aus. Vögel fliegen rum. Was ist das? Ein Eichhörnchen oder sowas? Ist es ein... Nee. Ach so, nee. Ist nur ein Stock. Okay. Gut. Irgendwelche Saatreihen. Was wächst denn hier? Erinnert mich jetzt voll an die Stelle in San Andreas, wo die Hanfpflanzen da gewachsen sind. Und wo wir die abfackeln mussten mit einem Flammenwerfer. Ja, ich bin gerade ein bisschen geflasht so von der Umgebung. Mit dem Berg so schön. Vögel fliegen. Saat rein. Alles sieht idyllisch aus. Ja. Geile Scheiße. Und bevor ich es vergesse, der nervöse Ron hat gleich mal auf seinen Anteil verzichtet, weil Trevor noch ein bisschen sauer war wegen der Impotent Rage Figur, der Actionfigur von Impotent Rage, weil die kaputt gemacht wurde von den Bikern. Ja, mit Trevor sollte man sich nicht anlegen, auch wenn es nur um so eine kleine Impotent Rage Figur geht. Ich glaube, ich kaufe ihn erstmal noch nicht. Ich gucke mir erstmal ein bisschen in der Gegend um. Was ist das? Ein Windsack? Der weht realistischen Wind. Sehr, sehr schön. Echt herrlich, ey. Sei. Sehr schön. Geile Scheiße. Ich kann nur immer wieder betonen, wie schön die Grafik hier auf dem Land ist. Also auf jeden Fall noch besser als in der Stadt, muss ich sagen. Super geil. Wir müssen auch irgendwo diese Weinbau... Weinanbau... Berge sein, dieses Weinanbaugebiet mit diesen großen Hängen, mit den Weinreben. Erstmal kurz speichern, Leute. Ne, Ron, ich will ich nicht. Ich will erstmal kurz speichern. Und dann kann es auch noch ein bisschen weitergehen. Trevor Phillips Industries, genau.
Schauen wir mal. Wir haben als nächstes Sie, Mr. Cheng. Was wollt ihr denn, Cops? Wie viel Kohle habe ich denn jetzt eigentlich? 169.000. Oh, sieht ganz gut aus. Was machen wir denn jetzt mal? Wollen wir mal kurz den Hangar kaufen? Das Flugfeld brauche ich ja nicht zu kaufen. Aber den Hangar. Wo muss ich denn da hin? What the hell? Hm. Ach nee, 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 nee. Einnahmen 5000 pro. Nochmal kurz schauen, was? Dynasty 8. Ach so, die Immobilienfirma. Hm. Einnahmen 5000 Dollar pro Straßenlieferung, 7000 pro Luftfrachtlieferung. Ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen das Problem vom Spiel, die Immobilien. Die kosten extrem viel. Und bis man das Geld rein hat, das dauert Ewigkeiten. Naja. Ich würde sagen, ich schaue erstmal zum Cheng. Zum Cheng. Sandy Shores, Grape Seed. Hier geht's nach Grape Seed. Hm. Deine Karre brauche ich, Buddy. So. Und nicht anders. Genauso wie es Trevor gesagt hat. Schnauze. Ein bisschen Dunst hier über dem Alamo-See, muss ich sagen. Nee, die ist besser. Ey, scheiße. Hinterher. Kann das sein, dass sie ein bisschen respektloser sind? Dass sie nicht so viel Angst haben wie die Leute in der Stadt? Ich fahre jetzt einfach um. Ich brauche den seine Crossmaschine. Bam! Master. Sorry. Geld. 19 Dollar. Ja. Das reicht für ein Eis. Und noch was anderes. Vielleicht noch für einen schönen Strip im Stripclub. Und jetzt erstmal das C hier markieren. Cheng, du bist natürlich wieder auf der ganz anderen Seite hier. Egal, ziehen wir uns ein bisschen Country-Musik rein und genießen die schöne Landschaft hier am Alamo-See in Lane County in Grape Seed. Ne, wir fahren jetzt sehr genau in die andere Richtung, nach Sandy Shores. Egal. Fast ein Reh mitgenommen, was das war. Ach ja. Folge ist auch gleich rum, sehe ich hier. Was machen wir denn da? Ich fahre noch so weit, wie ich es schaffe. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim Mr. Cheng vor der Haustür in Folge. Wo sind wir jetzt eigentlich? In der nächsten Folge von Replay Old School. GTA 5, Let's Play GTA 5, haut da rein, danke fürs Zuschauen, bis bald! Nein, falsch ab! Zwei. So, bis dann, bye bye.